Im Wimpernschlagfinale von Baku holte Paul Henschel die Goldmedaille über 400 Meter Freistil bei den Europaspielen. Zusammen mit dem DVAG Junior Team trainierte der 19-Jährige im Tenerife Top Training. Seit Jahren wird Henschel von der deutschen Vermögensberatung unterstützt. Dabei ist das Team eng zusammengewachsen. Ja, das DVAG Junior Team ist für mich auch ein enger Freundeskreis geworden. Man trifft sich halt so gut wie auf jedem Wettkampf, fährt zusammen ins Trainingslager, und es sind halt auch so viele kleine Aktionen, die einen verbinden und auch die den Teamgeist besonders zwischen uns schulen. Das Trainingscenter zeichnet für mich vor allem die enorm große Vielseitigkeit aus. Also man kann wirklich an Land alles trainieren, im Wasser alles trainieren. Man hat sogar einen Top-Kanal hier, mit dem man voll auf die Technik eingehen kann. Und ich habe noch nie was gefunden, was ich hier nicht machen kann. Es ist ungefähr alles da. Also eine große Umstellung von hier nach zu Hause ist auf jeden Fall, dass Joshua mit uns einen 3,5-Tage-Rhythmus fährt. Das habe ich so noch nie vorher gemacht. Das ist halt schon ein Stück, also sehr viel anstrengender, da man halt einen ganzen Tag mehr trainiert. Abgesehen von den ganzen körperlichen Voraussetzungen her würde ich sagen, dass man auf alle Fälle sehr zielstrebig sein muss und auch fleißig und orientiert an seinen, vor allem auch Schwächen arbeitet. Die harte Arbeit macht sich bezahlt, nicht nur im Becken. Der Chemnitzer ist auch im Freiwasser unterwegs. Bei den Junioren-Weltmeisterschaften in den Niederlanden holte er mit der deutschen 4x1,25-Kilometer-Staffel den Titel. Auch wenn das Becken seine sportliche Heimat ist, misst sich Henschel gerne im freien Gewässer. Neben den Herausforderungen im Wasser reizt ihn vor allem die besondere Atmosphäre vor und nach dem Wettkampf. Also beim Freiwasser geht es auf alle Fälle viel, viel familiärer zu. Man fühlt sich quasi wie eine große Familie da. Und der eine kümmert sich um den anderen. Ich meine, später im Wasser ist es dann was anderes, da man halt schon kämpft und als Erster ankommen möchte im Wasser. Da hängt es vor allem von der Orientierung ab. Logischerweise muss man halt bei fast jedem zweiten, dritten Zug halt gucken, wo man hinschwimmt, sich an den Bojen orientieren. Und dann kommt es halt auch auf das Gewässer drauf an, wie die Temperatur ist. Es ist sehr wellig, es ist windig. Und wenn man 10 Kilometer auch schwimmt, sich wirklich bis zum Ende durchkämpfen muss. Und wenn man das dann halt mit dem Becken vergleicht und dann meinetwegen nur 400 Meter schwimmt oder so und sich dann halt denkt, oh scheiße, es ist hart. Aber dann halt über das Freiwasser halt nachdenkt und dann denkt, oh, man muss schon noch 5 Kilometer, dann kann man halt sich viel besser motivieren und nochmal beißen. Das Trainingslager am Tenerife Top Training ist für Henschel der nächste Schritt in der Saison. Hier arbeitete er konzentriert im und außerhalb des Wassers. In den kommenden Monaten stehen für ihn vor allem die Rennen im kurzen Becken im Fokus. Also erstmal die Kurzbahnzeit bei der deutschen Kurzbahnmeisterschaft in Berlin. Und dann das normale GA-Aufbautraining über den Winter hinweg. Und dann der nächste große Höhepunkt erstmal dann wieder die offenen deutschen Meisterschaften in Berlin.